Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie zu einem weiteren Vortrag der Reihe Im Blickpunkt kleine Kostbarkeiten begrüßen, heute unter dem Titel Zwischen Dromedaren eine Menas-Ampulle. Ausgangspunkt unseres heutigen Vortrags ist das Objekt ES1016 aus dem Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst in München. Es ist eine 10 auf 7,1 auf 2,1 cm große Menas-Ampulle aus Ton, dessen Fundort unbekannt ist. Datiert wird dieses Objekt zwischen 300 bis 600 nach Christus. Es handelt sich um eine Flasche mit einem runden Bauch, zwei Henkeln links und rechts an den Schultern, einem angesetzten Rand am Flaschenhals und einem bildlichen Dekor, das Sie hier in einer Umzeichnung sehen. Das Dekor ist umrandet von einer Perlenschnur und zeigt einen stehenden Mann in einem langen Gewand mit einem Umhang, mit Stiefeln und seine Arme links und rechts vom Körper hinweggestreckt. Im Rund links und rechts zu Füßen des Mannes liegen jeweils ein Dromedar. Zu beiden Seiten des Kopfes sehen Sie Kreuze. Das Bild zeigt den heiligen Menas. Dieses Bild ist so signifikant, dass er zunächst Schwerpunkt unseres heutigen Themas wird. Daran schließt sich eine Betrachtung der Objektgattung Menas-Ampullen an, sowie ein Blick auf die ihm zugehörige Stadt Abu Mina. Der heilige Menas ist ein Nationalheiliger der koptischen Kirche mit ägyptischer Herkunft. Er ist als Märtyrer wohl am 11. November 295 nach Christus gestorben im Rahmen der diokletianischen Christenverfolgung. Er erfährt die Verehrung als Heiliger vor allem in der koptischen Kirche und hat eine ihm zugehörige Pilgerstadt Abu Mina oder auch als Menasstadt bezeichnet. Wir finden den heiligen Menas aber auch unter den Heiligen der katholischen Kirche. Dort ist er ein Patron der Kaufleute und zur Wiederfindung verlorener Gegenstände. Sein Fest ist der 11. November. Die Ikonografie des heiligen Menas steht in einem sehr engen Zusammenhang mit seiner Legende, die ich Ihnen hier in der Version des koptischen Heiligenkalender nun wiedergeben möchte. Die Mutter des heiligen Menas war zunächst lange Zeit kinderlos. Daher weinte sie am Festtag vor dem Bild der Jungfrau, also vor dem Bild Marias, und bat dabei um ein Kind. Sie erhielt als Antwort eine Stimme aus diesem Bild und diese Stimme sagte Amin, also Amen. Die Frau ging nach Hause und erzählte ihrem Mann von dem eben Erlebten, der als Antwort gab, ich zitiere, der Wille des Herrn geschehe. Daraufhin bekam die Frau ein Kind, einen Sohn, den sie Mina nannte. Mina nach der Stimme, die aus dem Bild kam, Amin. Der junge Mina wird im Schreiben und den geistigen Wissenschaften unterrichtet. Als sein Vater starb, übernahm er die militärische Stellung, er betet und er fastet. Er ist also bereits jetzt im Christentum erzogen, er ist gläubiger und bekennender Christ. Es kommt zum Wechsel in der Regierung. Diokletian wird Kaiser und Sie kennen es wahrscheinlich, die diokletianische Christenverfolgung, ein besonderes Kapitel in dieser Zeit. Er gibt den Befehl der Verfolgung der Christen zur endgültigen Zerschlagung der Kirche und zur Ausrottung des Christentums, um das eigene Reich zu stabilisieren. Er verbietet christliche Gottesdienste, er zerstört Kirchen, er verbrennt christliche Schriften und er lässt zahlreiche Staatsbeamte verhaften. Er verbietet den Beruf für Christen, er lässt sie einkerkern, er lässt sie foltern und er gibt die Todesstrafe auf all jene, die das Kaiseropfer verweigern. Minas, in seiner militärischen Stellung durchaus angesehen, er zieht sich zurück. Man möchte vielleicht nicht unbedingt sagen, er flieht, aber er geht in die Wüste, um dort seiner Gottesverehrung weiter praktizieren zu können. In der Wüste sieht er eines Tages, wie sich der Himmel öffnet. Er sieht Märtyrer mit schönen Kronen erscheinen und auch hier hört er eine Stimme. Diese Stimme sagt ihm,
Wer auf den Namen Christi Leiden erträgt, empfängt eine solche Krone. Minas fasst den Entschluss, in die Stadt zurückzukehren und sich dem Christentum zu bekennen. Da er allerdings eine hohe und angesehene Stellung hat, erfährt er zunächst erst sehr geringe Repressalien. Man versucht ihn zu bestechen, er lehnt ab. Man versucht ihn zu, in Anführungszeichen, bekehren, er lehnt ab. Schließlich bleibt dem Präfekten nichts anderes übrig, er spricht die Todesstrafe gegen Minas aus. Minas wird enthauptet und sein Körper in das Feuer geworfen. Gläubige Christen allerdings holen ihn heraus, wickeln ihn sorgfältig ein und bahren ihn auf. Als Grenztruppen verschiedener Städte sich in Alexandria zusammenfinden wollen, möchten sie den Körper des Minas mitnehmen, damit er ihnen Beistand leistet und sie auf dem Weg beschützt. So beschreibt es die Legende. Auf dem Wasser, man muss ein Teil zu Schiff reisen, kommt es tatsächlich zu einer gefährlichen Situation. Es tauchen Ungeheuer, nicht genauer spezifiziert, aus dem Wasser auf, greifen nach dem Körper des Minas und aus dem Leichnam kam Feuer, das die Gesichter der Ungeheuer verbrennt. Über Land sollte der Transport des Leichnams nun mit Dromedaren fortgesetzt werden. Man legte den Körper zunächst auf das erste Dromedar. Es verweigerte. Es bewegte sich nicht. Man legte den Körper auf das zweite Dromedar. Doch auch dieses bewegte sich nicht. So wurde Minas an dieser Stelle, an der beide Dromedare ihren Dienst verweigerten, beigesetzt. Und das ist ein Ort, den wir nachher noch einmal brauchen. Wir unterbrechen jetzt an dieser Stelle die Minas-Legende. Es gibt noch weitere Quellen zu diesem Text, und zwar die sogenannten griechischen Menologien, das Menas-Lied, oder auch eine äthiopische Handschrift, die Menas-Vita. Einige Elemente aus dieser Legende finden Sie tatsächlich auch wirklich in der Ikonografie des Minas wiedergegeben. Wenn man ihn sich im Detail ansieht, ich blende noch einmal um auf die Umzeichnung, dann sehen Sie, dass Minas ein besonderes Gewand trägt. Er trägt einen Waffenrock, er trägt Stiefel und er trägt einen Umhang. Das findet man so auch in diversen Gemälden. Das soll ein Zeichen auf seine militärische Stellung wiedergeben. Der Kopf sieht nicht etwa so unförmig aus, weil er nicht sauber gearbeitet wurde oder ähnliches. Nein, es ist ein mit einem Nimbus gerahmter Kopf, also ein Heiligenschein, den Minas durch sein Märtyrertum erhalten hat. Die beiden Tiere links und rechts zu seinen Füßen, das sind die beiden Dromedare, die den Dienst verweigert hatten und so den Begräbnisort des Minas festgelegt hatten. Die erhobenen Hände zuletzt, sie stehen für das Gebet und für die Gläubigkeit des Minas. Zunächst jetzt wieder zurück zu unserem Objekt, zu den Minas-Ampullen. Minas-Ampullen gibt es in drei Größen. Die kleinen, etwa 10 cm hoch, fassen 30 bis 50 Milliliter. Die mittleren, etwa 15 cm hoch, fassen 100 bis 200 Milliliter. Und die großen, die sind sogar für 250 bis zu 500 Milliliter füllbar. Von der Form her sind sie rundoval, teilweise sogar kreisrund. Sie sind in der Regel flach, nicht bauchig, haben einen kurzen Hals und zumeist zwei Henkel. Als Dekor finden Sie zumeist die Darstellung des Nationalheiligen. Hier noch einmal das Bild, das uns bereits geläufig ist, angelehnt an die Darstellung des heiligen Minas, gefunden in der Gruftkirche seiner Stadt. Doch darüber hinaus können Sie auch die Darstellung im Profil haben, lediglich auf den Kopf beschränkt, sowie eine Darstellung im Reiterbild, die in etwa, es trifft jetzt nicht so ganz, dieser Zeichnung hier entspricht. Das Reliefbild des Reiterheiligen zeigt uns auf der Ampulle, hier in der Umzeichnung durch die drei Kronen wiedergegeben, ebenfalls den Nimbus, also den Heiligenschein. Allerdings ist er auf den Ampullen zumeist ohne Wehr und Waffen dargestellt. Das ist ein großer Unterschied zu der Zeichnung, die ich hineingeblendet habe. Diese Reliefdarstellungen können zuweilen mit einer Glasur überzogen werden oder auch mit farbigen Pigmenten versehen werden.
Doch lediglich der Nationalheilige ist nicht die Möglichkeit des Dekors. Ampullen sind häufig auf beiden Seiten dekoriert. Sie müssen nicht zwangsläufig beide Seiten mit dem Nationalheiligen beschmückt haben, sondern können darüber hinaus verschiedene Darstellungen zeigen. Hier oben links sehen Sie beispielsweise ein wunderschönes Segelschiff mit aufgeklapptem Segel. Sie können eine Palme dargestellt haben oder auch einen Ölbaum, das ist ebenfalls eine Möglichkeit. Hier unten haben Sie eine pickende Taube. Diese ist nicht zu verwechseln mit dem Phönix. Sie können eine Gazelle dargestellt haben, einen gefüllten Korb, der sehr, sehr ähnlich ist zum Füllhorn. Sie können verschiedene Darstellungsarten von Kreuzen haben. Sie können geometrische Ornamente haben oder auch verschiedene Aufschriften. Die Aufschriften sind zumeist auf Griechisch. Sie haben typische Eulogieninschriften, so wie hier beispielsweise Eulogia für Segen. Sie können den Namen des Menas tragen, hier Mena. Sie können Zusätze haben, wie beispielsweise Martyros. Und Sie können, das sehen Sie sehr schön in der Ampulle ganz rechts, im Kreis um die Darstellung herum orientiert sein. Außerdem, wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie links und rechts vom Kopf ebenfalls noch Inschriften. Der Sinn dieser Ampullen ist zunächst einmal, dass sie eine Art Pilgerandenken waren. Daher ist zum Beispiel ein Herkunftsort, beziehungsweise konkreter muss man sagen, der Fundort, zumeist sehr schwierig zu determinieren. Viele finden wir aus dem Kunsthandel, dort ist dann nicht klar, wo sie ursprünglich entdeckt waren. Es ist ein bisschen schwierig, ich möchte gleich noch einen Unterschied zwischen Herkunfts- und Fundort erwähnen. Sie verbreiten den Ruhm des Menas und des Menas-Heiligtums über die antike Welt hinaus und auch der damit verbundenen Wunder. Und wir können davon ausgehen, dass es für die Menas-Ampullen einen sehr, sehr schwungvollen Exporthandel gab. Nicht nur von der Stadt des Menas, sie ist schon ein paar Mal erwähnt worden, Abu Mina, sondern darüber hinaus auch über die Grenzen des antiken Ägypten hinaus, über den Hafen von Alexandria. Eine Gemeinsamkeit zwischen den Pilgerflaschen und den altägyptischen Neujahrsflaschen ist bereits mehrmals in der Literatur thematisiert worden. Der Entdecker der Menasstadt, Karl Maria Kaufmann, zu ihm später auch noch mehr, hat sogar die These aufgestellt, dass die Pilgerflaschen die Nachfolger der Neujahrsflaschen sind. Ich möchte Ihnen jetzt ein paar Gemeinsamkeiten darstellen. Die Pilgerflaschen haben meist zwei Henkel oder auch einen, beziehungsweise drei. Doch in der Regel finden Sie die Flaschen mit zwei Henkeln. Auch die Neujahrsflasche ist mit Henkel versehen, weist aber im Gegensatz zu den Pilgerflaschen eine Dekoration in Form von Henkelfiguren auf, so wie bei diesem Stück hier, das auch aus dem Ägyptischen Museum München ist. Ich zeige es Ihnen hier in groß. Ich hoffe, Sie erkennen den kleinen Pavian, der sich die Pfoten links und rechts ans Gesicht legt. Alternativ, es müssen nicht nur Paviane sein, können Sie beispielsweise auch die Darstellungen von Steinbockköpfen haben. Der Flaschenkörper ist bei beiden linsenförmig bzw. rund oder kreisrund. Die Menas-Ampullen bzw. Pilgerflaschen haben eine glatte Tülle oben, eventuell mit einer kleinen Ausgussöffnung, während die Neujahrsflaschen tatsächlich eine Art Doppelkante haben und die Tülle bzw. Tüllenkrone häufig mit einem Dekor von Lotus- oder Papyrusblumen verziert sind. Im Material ist für die Pilgerflasche kaum eine Grenze gesetzt. Sie können diese Objekte aus Keramik überliefert haben, aber auch aus ägyptischer Fayence, aus Glas, aus Stein, aus Metall, aus Holz, aus Elfenbein oder auch Leder. Sie sehen, ein breites Spektrum. Die Neujahrsflasche hingegen ist aus ägyptischer Fayence überliefert. In der Dekoration habe ich Ihnen bereits gezeigt, dass die Pilgerflasche ebenfalls eine sehr, sehr starke Varianz aufweist. Von richtigen Darstellungen wie Schiffe, Personen bis hin zu geometrischen Mustern. Sie können Blumen haben, Blüten, sie können aber auch ägyptische Götter wie beispielsweise Bes dargestellt haben. Sie können
verschiedene geometrische Ritzungen in den feuchten Ton haben, die dann ihnen nicht in reliefartiger Form überliefert werden, so wie jetzt hier unser Menas. Bei den Neujahrsflaschen hingegen haben sie einen geschmückten Kragen. Dieser ist meist bei den Pilgerflaschen nicht so dekoriert und diverse Darstellungen aus dem Bereich der Hathor-Symbolik, so wie beispielsweise hier bei dem Objekt rechts eingeblendet, sie einen frontal dargestellten Hathor-Kopf mit Kuhohren haben, auf dem obendrauf ein Naos-Sistrum steht. Sie können auch eine Darstellung von Wasser oder Pflanzen haben, die dann als Symbol für Regeneration stehen, für Schutz und auch für Wiedergeburt. Inschriften der Pilgerflaschen hatten wir bereits im Detail gesehen. Bei den Neujahrsflaschen haben sie zumeist die Wunschformel der Gott NN. NN steht hier als ein Stellvertreter für einen beliebigen Götternamen, der aber in der Regel tatsächlich ein Schutz- oder ein Heilgott ist, wie zum Beispiel Sachmet, wie Isis, Neit, Horus, Amun, Re, Thot und diverse mehr. Ich möchte sie jetzt an dieser Stelle nicht alle aufzählen. Diese Götter, weiter, der Gott NN und oder die Göttin NN, mögen eröffnen ein gutes Jahr für ihren, also der Flasche, Besitzer. Es geht hier also tatsächlich primär um den Jahreswechsel, ein temporärer Bezug, der bei Pilgerflaschen nicht hergestellt wird. Die Pilgerflaschen werden zum Teil als Wasser- oder Speiseölgefäße verwendet und füllen kleinere und kostbare Materialien ab. Neujahrsflaschen stehen in einem engen Bezug zu den sogenannten Horusstelen, mit denen Heilwasser hergestellt werden kann. Sie sehen auf einer Horusstele den kindgestaltigen Horus, der auf Krokodilen steht und in den Händen Löwen und Schlangen packt. Über seinem Kopf haben sie außerdem das Abbild des Bes. Diese Stele wurde mit Wasser übergossen, wodurch das Wasser eine heilende Wirkung erhalten hat, das man dann am unteren Ende natürlich nicht einfach verpuffen ließ, sondern auffing, beispielsweise mit einer Neujahrsflasche. So viel mal zu diesem hier. Ich habe jetzt schon auch relativ viel um Abumina, der Stadt des Menas, herumscharwenzelt. Und diese möchte ich Ihnen nun zum Schluss des Vortrags noch präsentieren. Zunächst müssen wir aber noch einmal in die Menas-Legende zurückgehen, denn sie ist ein nettes Detail und ein durchaus auch wichtiger Bestandteil, warum diese Stadt an diesem Ort mit dieser Funktion gebaut wurde. Sie erinnern sich an die beiden Dromedare, die nicht weitergehen wollten. An dieser Stelle wurde Menas beerdigt. Nach einiger Zeit kommt zu dieser Grabstelle ein Junge. Er hat dort eine Lampe brennen sehen und wollte wissen, was denn dort überhaupt ist. Warum brennt diese Lampe da? Worauf wirft sie den Lichtschein? Der Junge, er ist mit einem lahmenden Fuß unterwegs. Das ist ein wichtiges Detail, das wir gleich noch brauchen. Er kniet an dem Grab nieder. Sein Vater kommt zu der Szene hinzu und versucht, den Jungen zu schlagen. Woraufhin der Junge wegläuft. Und er humpelt nicht, er lahmt nicht, er kann rennen. Die Zuschauer staunten wegen dieser Szene und auch hier möchte ich zitieren: Gott öffnete ihre Augen und sie sahen die Lampe brennen und glaubten, denn aus Sicht der Zuschauer hatte die Lampe einen heilenden Effekt auf die Jungen. Infolgedessen kommen viele verschiedene Menschen mit verschiedensten Krankheiten an das Grab des Menas und all diese wurden geheilt. Auch hier zitiere ich, durch die Macht Gottes und die Fürbitten des St. Menas. Daraufhin wurde über dem Grab eine zeltähnliche Kirche errichtet, in der die Lampe hing und Tag und Nacht brannte. Diese Lampe war mit einem brennenden und wohlriechenden Öl gefüllt und wenn man davon etwas abfüllte, und zwar mit einer Pilgerflasche beispielsweise, und dieses dann zu einem Kranken brachte, wurde dieser damit geheilt. Auf dem Grab des heiligen Menas wurde dann im 5. und 6. Jahrhundert eine Stadt gebaut, die 40 Kilometer südwestlich von Alexandria liegt. Sie sehen hier eine Karte, oben
jetzt allerdings nicht Alexandria eingezeichnet, aber ich denke, Sie können sich durch den Punkt Kairo in etwa orientieren. Hier oben am Delta dann Abu Mina. Ich zeige Ihnen gleich nochmal eine sehr, sehr große Detailaufnahme über Google Maps. All das, was Sie hier sehen, ist Abu Mina, die Stadt des Menas. Es ist eine teilweise ummauerte Stadtanlage mit einem sowohl zivilen, wenn Sie so möchten, Bezirk, als auch einem kirchlichen Bezirk, in dem Kirchen standen, Badeanlagen, Handwerkerstätten, Herbergen, also auch tatsächlich bereits in der Antike ausgelegt als Pilgerzentrum. Es ist die größte Pilgerstätte tatsächlich ihrer Art und war bis ins 10. Jahrhundert hinein ein bedeutender Wallfahrtsort, eine, wenn Sie möchten, christliche Tempelstadt in Ägypten. International gehören diese Kirchen tatsächlich auch zu den größten und teilweise einzigartigsten ihrer Art. Während zahllose Klöster und Mönchsgemeinden in benachbarten Gebieten in Ägypten allmählich die Pforten schließen mussten, konnte sich Abu Mina halten. Ich schulde Ihnen jetzt noch, was man mit den Ampullen eigentlich gemacht hat. Natürlich konnte man das Öl der brennenden Öllampe mitnehmen. Doch darüber hinaus, es gab die Badeanlagen nicht ohne Grund, ist vermutlich eine Heilanwendung von Wasser in der Menasstadt praktiziert worden. Es gibt diverse Schöpfgefäße, die allesamt aus Ton hergestellt werden, mit einziger Ausnahme einem kleinen Bronzeeimer, weshalb die Archäologen davon ausgehen, dass die Verbindung aus Erde und Wasser für die Heilung eine große Voraussetzung ist. Interessanterweise gibt es beispielsweise keine Pilgerampullen aus Metall. In der koptischen Kirche ist die Benutzung von Ölen weit verbreitet und die Wunderlisten, die wir in Abu Mina gefunden haben, legen ebenfalls eine entsprechende Verwendung nahe. Auch ist der Tempelschlaf in den literarischen Quellen ebenso belegt. Es darf also davon ausgegangen werden, dass sowohl in Abu Mina direkt vor Ort eine Anwendung von Wasser zur Heilung von Kranken praktiziert wurde, aber auch darüber hinaus mit den Menas-Ampullen dieses heilende Wasser des St. Menas in der antiken Welt verbreitet wurde. Ich schulde Ihnen nun noch, wie man Abu Mina entdeckt hat. Die Suche nach der Stadt war bereits aus verschiedenen literarischen Überlieferungen ein bisschen angestachelt worden. Es gab verschiedene Erzählungen von Patriarchen oder auch Geschichtsschreibern, die diese antike große Wallfahrtsstadt nannten. Allerdings war die westalexandrinische Wüste als überaus fremdenfeindlich verschrien und es wurde zunächst nicht nach der Stadt gesucht. Allerdings, ich hatte Ihnen bereits vorher gesagt, es ist ein wichtiger Unterschied zwischen Fundort und Herstellungsort der Ampullen. Das möchte ich Ihnen an dieser Stelle noch einmal nahelegen. Ein Fundort ist der Ort, an dem wir ein Objekt als Archäologen finden. Ein Herstellungsort ist der Ort, an dem das Objekt ursprünglich produziert wurde. Gerade bei kleinen, mobilen Objekten, wie beispielsweise diesen Menas-Ampullen, müssen Herstellungs- und Fundort nicht zusammenliegen, sondern können natürlich auch durch den Transport des Objektes stark differenzieren. Wir dürfen davon ausgehen, dass diese Menas-Ampullen in der Stadt des Menas hergestellt wurden. Doch wo sie gefunden wurden, das ist meistens nicht mehr nachvollziehbar, so auch beispielsweise bei unserem Stück hier. Und tatsächlich waren die Menas-Ampullen, die ausgerechnet im Kunsthandel auftauchten, der ausschlaggebende Grund, warum Karl Maria Kaufmann, ein Frankfurter, diese Stadt finden wollte. Er leitete eine Expedition aus Frankfurt, die auf Basis eines Berichtes eines arabischen Reisenden unterwegs war in der westalexandrinischen Wüste. Man erreichte irgendwann einen Ruinenkomplex, dieser war bereits identifiziert und ging schwer davon aus, die Expedition ist gescheitert. Daraufhin entschloss man sich, zurückzukehren und auf dem Rückweg entdeckte man am 7. Juli 1905 Abu Mina. Links im Bild ist übrigens nicht Karl Maria Kaufmann, sondern einer der ihn begleitenden Beduinen. Das Areal der Menasstadt wurde identifiziert durch halbfertige Pilgerterrakotten, die eben eine Produktion hier vor Ort nahelegten, und durch halbfertige Menas-Ampullen. Und siehe da, hier schließt sich der Kreis. So konnte Abu Mina identifiziert werden. Der Zustand der Stadt bei der Entdeckung durch Karl Maria Kaufmann
war eine unberührte Stätte. Nur einzelne Schatzräuber waren dort vor Ort, doch zumeist, auch gerade wenn es um die Architektur geht, fand man relativ gute Areale vor. Im Winter 1905 begann Karl Maria Kaufmann schließlich mit der systematischen Ausgrabung vor Ort. 1959 belebte dann der Patriarch Kyrillos der VI. Die Wallfahrt neu und legte den Grundstein für ein neues Menas-Kloster. Sie sehen es rechts im Bild. Im Vergleich dazu links im Bild ein Blick auf die Badeanlagen von Mina. Dieses Menas-Kloster steht heute in voller Blüte. Seit 1961 ist das Areal auf der Grabungsliste des DAI zu finden. Das Projekt wurde von Peter Grossmann geleitet. Seit 2001 steht auch Abu Mina nun auf der roten Liste der UNESCO. Das ist nicht unbedingt negativ, rot klingt ja immer so, sondern tatsächlich ist damit Abu Mina, die antike Stätte, in das Weltkulturerbe aufgenommen worden. Und damit hoffe ich Ihnen einen guten Überblick über diese Objektgruppe, zugehörige Elemente wie den heiligen Menas, seine Legende und auch die damit verbundene Stadt gegeben zu haben. Ich hoffe, Sie fühlen sich informiert und besuchen Sie doch einen unserer weiteren Vorträge, die Sie hier auf der Plattform finden. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Dankeschön.